Preist den Herrn und einen wunderschönen guten Morgen, eine gesegnete Zeit wünsche ich euch, liebe Zuhörer, und herzlichst willkommen zu einer neuen Sendung von Bereitet den Weg vor. Mein Name ist Julia Bruchwitz und es ist mir eine Ehre, mit euch heute diese Sendung durchzugehen. Heute lautet das Thema Jesus, unser Weg. Und dazu möchte ich gerne Johannes Kapitel 14 von Vers 1 bis Vers 7 lesen. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich hingehe und euch einen Platz vorbereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, das wisst ihr, und den Weg wisst ihr auch. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, und wie können wir den Weg wissen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Licht, und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, dann hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Kostbare Leute, Jesus wurde gekreuzigt, ist gestorben, ist auferstanden und ist jetzt im Himmel, wo er für uns seit mehr als 2000 Jahren einen Platz, einen Wohnort vorbereitet. Für diejenigen, die auf seinem Weg gehen, für diejenigen, die das Licht, die Vergebung, die Liebe, die Barmherzigkeit, die Gnade von Jesus angenommen haben und danach leben, ihr Leben ausgerichtet haben für Jesus. Diejenigen, die wahrlich Jesus Christus empfangen haben und ihm nachfolgen, für die hat er etwas ganz Wunderbares, etwas ganz Wunderschönes in Worte nicht zu fassen, vorbereitet. Jesus Christus, kostbare Leute, hat ganz viele Wohnungen für uns vorbereitet im Himmel und diese warten auf uns. Deshalb ist es wichtig, sich jetzt gut vorzubereiten, vor unserem Herrn zu kommen, für unsere Ewigkeit, für unseren Platz im Himmel. Jesus ist der Weg und das Licht, die Wahrheit und das Leben. Jesus zeigt uns immer wieder, dass wir ihm nachfolgen. Und wahre Nachfolgerschaft bedeutet nun mal auch, die Eigenschaften anzunehmen von dem, dem man nachfolgt. Wenn wir also Jesus nachfolgen, dann sollten wir auch ein heiliges Leben führen. Dann sollten wir nach der Gerechtigkeit trachten, nach den Wegen von Jesus, nach seinen Worten wandeln und leben, nach seinen Geboten handeln, damit wir eines Tages dorthin kommen, wo er auch ist. Der Herr wird keine Sünde im Himmel erlauben. So müssen wir uns als Kinder Gottes hier schon auf Erden von der Sünde trennen, uns separieren von der sexuellen Sünde, von der Lüge, von Stolz, Habgier, Arroganz, jegliche Art von irdischem Fokus und fleischlichen Begierden. Wir ehren und schätzen Gott, indem wir heilig leben. Das gibt ihm die Ehre. Das ist Gottesfurcht, heilig zu leben, ihm die Ehre zu geben. Wie können wir Gott mit sexueller Sünde, mit Wollust und Lüsterei, mit Selbstbefriedigung und Pornografie, mit Streit und Zorn und Selbstsüchteleien, ja, wie können wir Gott mit solchen Dingen ehren? Gerne möchte ich auch Offenbarung Kapitel 21 Vers 6 bis 8 lesen. Dann sagte er zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen umsonst von der Quelle des lebendigen Wassers geben. Wer überwindet, der wird das alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Verzagten aber und Ungläubigen, die mit Groll befleckten, Mörder, Hurer, Zauberer, Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird im See sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Wahrlich werden wir alle von unserem Herrn zur Reinigung aufgerufen, zu einem Leben in Heiligkeit und in Gerechtigkeit, so dass wir sicherstellen, dass wir unsere Ewigkeit mit Jesus verbringen.
Gerade jetzt in der Weihnachtszeit ist es wirklich wichtig, dass wir uns auf die Heiligkeit und die Gerechtigkeit von unserem Herrn Jesus Christus besinnen und ihn bitten, dass er uns hilft, wahre, treue Nachfolger zu sein. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, mit mir zu beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du mir eine neue Chance gibst, dass du mir eine Chance gibst zu einem neuen Leben, zu einem heiligen, reinen, gerechten Leben. Ich möchte diese Chance annehmen und ich habe mich entschieden, heute Buße zu tun für alle meine Missetaten, für alles Ungerechte, was ich jemals getan habe vor deinen Augen. Ich tue Buße für jede unbewusste und bewusste Sünde, die ich bis zur heutigen Sekunde getan habe. Bitte verzeih mir und erschaffe in mir ein neues Herz. Bitte wasche mich ganz rein mit deinem kostbaren Blut. Heute empfange ich dich als meinen Herrn und Erretter, als mein Gott und ewigen Erlöser. Ich übergebe dir heute mein ganzes Leben. Bitte sende mir den kostbaren Heiligen Geist. Bitte, Herr Jesus, schreibe meinen Namen in das Buch des Lebens. Ich separiere mich von jeder Finsternis und von jeglichen bösen Gedanken und jeder Liebe zur Welt und Liebe zum Geld. Ich möchte ein treuer Jünger sein und dir treu nachfolgen. Bitte sende mir deine Hilfe und sei immer bei mir und leite meine Wege. Ich liebe dich, Jesus. Im mächtigen Namen von Jesus Christus bin ich heute wieder geboren. Amen. Gesegnete liebe Zuhörer, der Herr segne euch so sehr. Lasst uns weiter den Herrn in unserem Leben verherrlichen, ihm die Ehre geben und gerade jetzt zu Weihnachten allen Menschen, die wir kennen und die wir auch nicht kennen, verkünden, dass Jesus lebt und dass er bald wiederkommt. Lasst uns gut vorbereiten auf seine Rückkehr. Der Herr Jesus Christus segne und behüte euch und gerne seid ihr natürlich eingeladen, unseren YouTube-Kanal zu besuchen. Jesus kommt Deutschland, Österreich und Schweiz. Der Herr segne euch reichlich und ich wünsche euch frohe, gesegnete Weihnachten. Musik.